end to the after party. Hey Freunde, Fix hier und weiter geht's mit Minecraft Hardcore. Und ja, wir wollten uns jetzt, oder ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich eine, halt ich habe mir eine Frage rausgesucht, die passt eigentlich relativ gut. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich eine Ding baue, eine U-Bahn, oder besser gesagt nur den Schacht erstmal. Und dann brauchen wir eh noch ewig viel Eisen und Gold und bla und blub, dass wir genug zusammen haben für die Schienen und so. Und ja, dafür brauche ich eine Spitzhacke, die hat Haltbarkeit, die hat auch Haltbarkeit. Wir haben echt Scheiße. Haben wir Level? Ja. Ich glaube, ich baue mir jetzt nochmal eine. Ich will mit Effizienz oder so, wäre ganz cool. Und wo ist denn unsere Müllkiste? Da können wir jetzt schon mal das Zeug reinschmeißen, was wir gerade nicht brauchen. Weil hier ist unsere Zombie-Kiste. Da haben wir das ganze Zeug von Zombies. Okay, Knochen. Und hier ist unsere Müllkiste. Da können wir schon mal den Müll reinschmeißen. Den Bogen zum Beispiel. Das und das. Ja, das kommt eigentlich darüber. Okay, dann schauen wir mal, was wir verzaubern können. Wir können auf 30 verzaubern, aber wir haben keine Level. Das ist halt das Blöde. Vielleicht haben wir hier so Glück Effizienz 2 oder so. Das war ganz cool. Ja, sag ich doch. Perfekt. Effizienz 2 läuft. Ja, das Eisen schmeiß mal hier in die Kiste mit rein. Und die Truhe, die tue ich auch mal mit hier rein. Ich habe keinen Plan, was ich da brauche. Okay, die Koordinaten habe ich mir aufgeschrieben. Dann würde ich sagen, wo bauen wir uns denn runter? Ich fütter noch schnell unsere Kühe. Und unser Zeug soll auch wachsen. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Ja, die Workbench. Zack. Schauen wir mal, ob das funktioniert hat. Das Huhn ist noch klein, okay. Schade. Hätte ja sein können. Ich habe es noch gar nicht gezeigt, ne? Ihr denkt euch wahrscheinlich gerade... Ihr denkt euch wahrscheinlich gerade, hä? Was hat sich doch hier verändert? Und zwar, ja, das hat sich verändert. Und ich zwar... Ich rede schon wieder so behindert. Ich habe hier eine Treppe so außenrum gebaut, dass ich immer hier hochlaufen kann und dann gucken kann und eventuell hier so die Eier reinschmeißen kann. Ja, genau, das habe ich noch schnell gemacht nach der Aufnahme. Und dann habe ich hier noch ganz bisschen Erde hingesetzt, wobei ich das Loch hier noch zumachen will eigentlich. Aber das können wir ja wann anders machen. Denn ich will jetzt erstmal anfangen, unseren Minenschacht zu bauen, nachdem wir die Kühe gefüttert haben. So, und ich glaube, so viele Kühe brauchen wir gar nicht. Wir haben zwar Fleisch ohne Ende dann, aber ja, egal. Ich glaube, Kühe sind immer gut. So, außerdem bringen die auch Level dann irgendwann, wenn wir die killen. Kann ich von hier reinspringen? Ach, nee. Egal. Ich würde sagen, wir bauen uns irgendwie einen Keller am besten oder so. Haben wir Sticks, habe ich oben in die Kiste rein, glaube ich. Oder habe ich die hier rein? Ja, die habe ich oben rein. Ich würde sagen, wir bauen uns am besten einen Keller. Und da machen wir eine Leiter hin. So, ist falsch. So, genau. Bam, 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 bam. So. Und wir müssen auf Höhe... Auf Höhe... 66? Krass, das ist ja höher. Okay. Egal, dann gehen wir einfach auf Höhe 60 und bauen uns, wenn wir dort sind, nach oben. Und wir haben schon einen Keller. Okay, dann gehen wir einfach auf die Höhe von unserem Keller. Höhe ist 56. Okay, 10 Blocks drunter. Dann müssen wir... da brauchen wir 130. Das ist das hier. Okay. Und darüber die Richtung brauchen wir minus 314. Okay, da bütteln wir uns jetzt mal hin. Minus 314. Das wird ein Spaß. Und ja, damit es hier auch ein bisschen unterhaltsam ist, habe ich mir eine Frage rausgesucht. Und zwar die Frage kommt von der... ich muss mal kurz gucken.
Nicht, dass ich mich verspreche. Von der Einhornkönigin. Oder? Ja. Die Einhornkönigin, genau. Ja, sehr aufmerksame Zuschauerin und sehr aktive Zuschauerin. Stellt mir ganz schön viele Fragen. Ist mir auch schon aufgefallen, gefällt mir. Und ihre Frage ist, und vor allem gute Fragen stellt sie, ihre Frage ist sofort, wie siehst du dich in 7 Jahren? Also sehr philosophische Frage, würde ich sagen. Und ja, ich habe mir jetzt noch nicht wirklich Gedanken dazu gemacht. Also alles so spontan mal aus dem Bauch raus. Ja, in 7 Jahren bin ich 27. Ja, ich weiß noch nicht. Ich glaube, in 7 Jahren bin ich auf jeden Fall fertig mit meiner Ausbildung. Und eventuell auch fertig mit meinem Studium. Ich weiß zwar noch nicht, was ich studiere, aber ich will auf jeden Fall studieren. Ja, noch was? Dann, keine Ahnung, will ich auf jeden Fall mit meiner Freundin bzw. Frau zusammen wohnen dann. Ja, keine Ahnung, eventuell heiraten und mal schauen, auf YouTube bezogen jetzt würde ich sagen, keine Ahnung, vielleicht haben wir dann 5000 Abonnenten oder so in 7 Jahren, das wäre echt schlecht, in 7 Jahren nur 5000 Abonnenten. Ja, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht mache ich so lange noch YouTube, vielleicht mache ich so lange nicht YouTube. Ich weiß es selber nicht, das ist echt eine schwierige Frage. Ich bin gerade überlegen, ob ich das wirklich alles mitnehmen soll, das Zeug, was ich hier finde. Aber eigentlich wäre es schon klug. So, machen wir mal Licht, dass hier keine Monster spawnen. Boah, unsere Hacke ist gleich kaputt. Das ist natürlich uncool. Ja, ich würde sagen, in 7 Jahren, ich weiß nicht, da passiert bestimmt so viel noch in 7 Jahren. Ja, ich werde vielleicht umziehen oder was weiß ich. Vielleicht habe ich dann 1 Million Abonnenten. ja, sehr, sehr schwierige Frage. Was könnte denn noch alles passieren? Ich arbeite vielleicht irgendwo, in irgendeiner Firma oder irgendeinem Geschäft oder so. Oder in halt, ich mache jetzt zur Zeit die Ausbildung zum Erzieher. Vielleicht arbeite ich in irgendeinem Kindergarten oder Hort oder Jugendhaus. Man weiß es nicht. Und keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall was mit Medien machen eigentlich. Ja, eventuell auch Medienpädagogik oder so, halt mit Kindern und Videos und Kindern zusammen halt. Versteht schon, was ich meine. Oder, keine Ahnung. Ich mache irgendwas ganz anderes, so Sportvideobereich oder so, was ich auf meinem Zweitkanal mache. Könnte auch sein, dass ich dann da irgendwie was finde, wo ich dann arbeiten kann. Und Geld verdienen. Also, sehr spannende Frage, ich weiß es selber nicht. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie alt ihr seid und ja, was ihr gerade macht oder keine Ahnung. Oder nee, einfach nur wie alt ihr seid und was ihr denkt, dass ihr in 7 Jahren seid oder was ihr in 7 Jahren macht, erreicht habt, keine Ahnung. Oder wo ihr euch in 7 Jahren seht, hat sie also perfekt geschrieben eigentlich. Also ich weiß es nicht, wo ich mich sehe in 7 Jahren. Ich habe jetzt noch nicht wirklich so einen Plan, vor allem so einen langen Plan, so die nächsten 7 Jahre. Mein Plan geht vielleicht so, keine Ahnung, noch jetzt meine Ausbildung fertig, 3 Jahre. Ja, 2,5 Jahre. Und dann, ja, mal schauen, ne? Ich wollte auf jeden Fall studieren, deswegen mache ich mein Abitur auch zurzeit. Oder halt nicht zurzeit, nächstes Jahr werde ich dann mein Abitur machen. Und ja, und dann haben wir noch ein bisschen Zeit hin. Dann will ich studieren und das sind dann, keine Ahnung, nochmal 2 Jahre oder 2,5 Jahre, 3 Jahre. Und dann habe ich selbst noch keinen Plan, was ich mache. Und dann will ich irgendwo arbeiten. Ich weiß zwar noch nicht wo und wie. Und ja, ein Haus bauen und 10 Millionen Kinder gründen, kriegen. Ach, wir sind jetzt erst unterm Villager-Dorf. Habt ihr gerade gehört? Auf jeden Fall, keine Ahnung. 7 Jahre ist echt eine lange Zeit. Und mit meinem YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob ich dann
in 7 Jahren immer noch YouTube mache. Es kommt darauf an, wie es läuft, ob ich Zeit dafür habe, ob ich auf jeden Fall noch Spaß dran habe. Es kann sich ja viel verändern in 7 Jahren. In 7 Jahren, keine Ahnung, kann man denken so, yo, ich habe keinen Bock mehr und mache irgendwas anderes. Und dann, keine Ahnung, mache ich kein YouTube mehr. Kann ja sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, 7 Jahre ist echt eine richtig lange Zeitspanne. Ich kann ja mal 7 Jahre zurückschauen. Vor 7 Jahren war ich 13. Aber mit 13, da habe ich auch noch gar keinen Plan gehabt, was ich mache. Und es hat sich halt einfach sau viel verändert. So, ich bin ausgezogen von zu Hause. Und keine Ahnung, habe meine Freundin kennengelernt. Hab erst mein Quali gemacht und dann, keine Ahnung, halt, ja, ich weiß nicht, ich wollte immer meine mittlere Reife machen und dann halt die Erzieherausbildung machen. Und da hatte ich schon so ein bisschen Plan, da habe ich halt dann, mit welchem Alter macht man denn sein Quali, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann mein Quali gemacht. Oh, ich habe mich schon wieder verlabert hier. Wir sind schon zu weit. Wir müssen auf 14. Hier. Genau. 14. Ja, genau. Und dann müssen wir hier hinter durch. Auf 130. Na, das wird ein Spaß. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Ja, ich habe... Wie alt ist man mit dem Quali? Ich glaube 15 oder so. Ja, ich habe mein Quali gemacht und dann... habe ich meine mittlere Reife gemacht und dann habe ich meine mittlere Reife nochmal gemacht, weil sie mir nicht gut genug war und ich weiß gar nicht, ob man Schnitt gebraucht hat, um auf die Erzieherschule zu kommen, aber ich glaube schon und eventuell habe ich es auch deswegen nochmal gemacht, ich weiß es selbst gar nicht. Ja, es ist auf jeden Fall voll viel passiert in den 7 Jahren und dann, keine Ahnung, habe ich angefangen irgendwann. Halt, dann habe ich meine mittlere Reife gemacht, dann habe ich mit der Erzieherausbildung angefangen. Und ich glaube, im selben Jahr hat mir meine Freundin eine GoPro zum Geburtstag geschenkt. Halt, und mit Freunden zusammen. Was sie auf jeden Fall, keine Ahnung, ich glaube, das war das beste Geschenk, was ich jemals bekommen habe, weil das irgendwie so der Startpunkt des, keine Ahnung, von YouTube war bei mir. Halt, ich habe früher immer YouTube geschaut und auch so Sportvideos geschaut und gemacht und halt nicht gemacht, halt nachgemacht dann so, was man in den Videos gesehen hat. Und ja, dann mit der GoPro habe ich halt dann auch angefangen, Videos zu machen. Und das ist schon gar nicht mal so lang her. 2 Jahre oder so. Und dann, ja, da, ja, davor noch, da wurde ich erst nicht genommen auf der Erzieherschule. Ich weiß auch nicht warum. Und dann habe ich die Schreinerausbildung angefangen, das ist ja ein Jahr schulisch. Da habe ich dann das, ich weiß gar nicht, was, Berufsgrundschuljahr gemacht oder so und hatte schon einen Ausbildungsplatz zum Schreiner. Aber dann habe ich eine Zusage bekommen im nächsten Jahr von der Erzieherschule. Und dann habe ich mich dafür entschlossen, auf die Erzieherschule zu gehen. So voll das tiefe Video gerade, so so voll das persönliche Video. Ja, und dann bin ich auf die Erzieherschule gegangen und dann hat es halt mit der GoPro habe ich dann bekommen und dann hat es angefangen mit YouTube und dann war ich irgendwann auf dem Videoday letztes Jahr und ja, ich habe schon eigentlich früher mit YouTube angefangen. Ich hatte ganz früher so, habe ich so WoW-Videos gemacht und so ein Zeug, aber halt so schlechte WoW-Videos. Halt, keine Ahnung, so Montagen und so, aber ich würde es gern wieder machen. Ich glaube, ich fange auch wieder an mit World of Warcraft. Ist zwar nicht so gern gesehen, aber ja, ist ja mein Kanal. Ich kann machen, was ich mag, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen früher mit YouTube angefangen, habe immer so, ja, so Montagen und so gemacht, die, keine Ahnung, ich fand für damals relativ gut angekommen sind. Und obwohl ich überhaupt keinen Plan hatte von Zeugs und war und bla. Aber ja, hat mir zu der Zeit Spaß gemacht und deswegen habe ich das auch gemacht. Und ich habe schon immer mit dem Gedanken gespielt, so
Let's Plays zu machen und eventuell Guides zu machen und so. Halt in WoW dann habe ich mir immer gedacht, so, ja, ich kann doch auch Guides machen und bla und blub. Hatte aber nie wirklich ein gutes Mikrofon und war mir auch immer so unsicher, ob das funktioniert und wie das ankommt bei den Leuten, ob ich den Leuten sympathisch bin oder nicht. Und kein Plan. Halt auch so, keine Ahnung, ist immer so ein bisschen eine Überwindung, sowas anzufangen, weil man zeigt sich ja auch so öffentlich und keine Ahnung, mit der Zeit lernen die Leute einen halt kennen und lernen halt auch die Schwachstellen von einem kennen und so und dann macht das einen angreifbar. Und ja, das ist halt so ein Ding, ne? Da muss man sich das halt trauen erst. Und ich glaube, das war eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt, dass ich jetzt erst vor halt 2015, genau, am 1.1. habe ich angefangen. Ja, ich glaube, das war ein relativ guter Zeitpunkt, dass ich da erst mit YouTube angefangen habe. Weil, keine Ahnung, ich war dann auf dem Video Day und habe so mich ein bisschen informiert, so Let's Play-mäßig, habe mit ein paar Leuten gesprochen und ja, wurde mir dann halt sicherer und habe mir gedacht, so, ich habe schon immer so im Hintergedanken, so ja, du kannst auch Let's Plays machen, so neben deinen Sportvideos und das ist eh schwierig mit den Sportvideos im Winter und so, dann hast du da nicht wirklich was du filmen kannst, könntest eventuell so altes Material recyceln sozusagen und das benutzen, aber ja, da, ich weiß nicht genau, da habe ich mich noch nicht wirklich überwunden und dann nach den Video-Days und so habe ich nochmal so, keine Ahnung, so Leute kennengelernt, zum Beispiel Cengiz oder so von Apecrime, der dann auch gesagt hat, so, yo, warum machst du eigentlich keine Let's Plays, als einzige Person und so, kann man Let's Plays eigentlich gut machen und wird auch zu dir passen, weil wir haben uns halt viel über Gaming und so unterhalten. Und ja, das hat mich dann auch nochmal, ey, eine Höhle, okay, hallo, wir haben jetzt keine Fackeln mehr, uncool, aber wir haben hier, ja, das hat mich dann nochmal so motiviert und dann habe ich mich noch schlau gemacht und was das kostet und ja, was für eine Technik da am besten wäre. Das ist auf jeden Fall cool, dass wir hier eine Höhle gefunden haben. Und dann habe ich mir gedacht, yo, ich habe eigentlich zurzeit Geld über. Dann habe ich mir gedacht, ja, 2015 fängst du halt mal an. Machst du Let's Play, schaust du, wie es bei den Leuten ankommt. Ja, ob die Leute dich mögen oder nicht. Und dann, keine Ahnung, kannst du ja immer noch aufhören, falls es dir nicht gefällt oder, keine Ahnung, falls es scheiße ankommt oder so. Das sind halt so Gedanken, die man sich dann gemacht hat. Ja, ich bin richtig. Und ja, so habe ich dann angefangen, jetzt meine Let's Plays zu machen. Ich habe jetzt, bin voll von der Frage halt abgeschweift, wo ich mich in 7 Jahren sehe. Und ja, mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Vor allem das Aufnehmen, das Schneiden ist halt immer so arbeitmäßig, aber ja, das Aufnehmen macht auch richtig viel Spaß. Ich würde auch viel gerne mit, viel lieber würde ich mit anderen Leuten noch zusammenspielen, halt mit anderen Let's Playern, Bad Wars Runden spielen oder keine Ahnung, halt mit anderen Leuten zusammen aufnehmen, weil das macht eigentlich auch viel Spaß. Nur, ich habe jetzt so in meinem direkten Freundeskreis oder halt, ich habe noch nicht so viele Leute kennengelernt, würde ich mal sagen, in YouTube. Und da muss ich ein bisschen gucken, dass ich ein paar Leute kennenlerne. Und ja, mit denen dann zusammen was aufnehmen. Weil da habe ich Lust drauf. Und wir müssen uns noch echt weit rausbuddeln. Jetzt haben wir schon 19 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, entweder wir machen eine Special-Folge und buddeln uns dahinter und machen, keine Ahnung, 30 Minuten, aber das dauert dann halt wieder ewig mit dem Upload und so. Ja, können wir eigentlich machen. Da machen wir einfach ein bisschen länger und schauen, dass wir jetzt noch so schnell wie möglich, ich buddel ja schon mit der Dia-Spitzhacke, so schnell wie möglich dahinter kommen. Okay. Ja, und jetzt hat 2015, ich habe gemerkt, dass meine Let's Plays gut angekommen sind. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gesagt habe, ja. Und macht halt Spaß und ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, was
wo ich mich in einem Jahr sehe. In einem Jahr mache ich auf jeden Fall noch Videos, denke ich mal. Außer ich habe so spontan keinen Bock mehr. Aber ich glaube, das ist im Fall jetzt eher nicht so. Ich glaube, ich werde noch mehr Videos machen, als ich jetzt erst mache. Oder jetzt noch mache. Ja. Und dann 2015, Ende 2015, keine Ahnung, mal schauen. Vielleicht habe ich dann 5000 Abonnenten. Das wäre auf jeden Fall eine richtig krasse Zahl schon. Halt, ich finde jetzt schon 300, ich habe keine Ahnung, nach 2 Monaten oder 3 Monaten, hey, schon wieder eine Höhle. Nach 2 oder 3 Monaten hatte ich jetzt schon 300 Abonnenten. Und ich habe mich so ein bisschen umgeschaut und für einen Let's Player, halt einen Minecraft-Let's Player auch noch, ist das relativ gut eigentlich auch. Halt, ich habe mich auch ein bisschen umgeschaut. Ich kriege ja auch Kommentare von anderen Let's Playern. Und ich habe mich da auch umgeschaut und ich weiß nicht, so schnell und halt so schnell hatten die nicht 100 Abonnenten zusammen. Weil es gab welche, die habe ich gesehen. Da war auch die Qualität nicht ganz so gut halt. Aber ich habe auch welche gesehen, da war die Qualität etwa ungefähr genauso wie bei mir. Halt vom Sound her und vom Video und keine Ahnung. Ich fand die sogar, manche sogar besser als ich. Und die hatten auch nicht gerade mehr Abonnenten als ich. Halt, es gibt auf jeden Fall welche, die haben. Halt, es gibt Tausende, die haben mehr Abonnenten als ich. Aber viele waren auch irgendwie so, keine Ahnung, schon ein paar Monate dabei und hatten nur 100 Abonnenten. Also könnte ich sagen, dass ich schon eigentlich relativ erfolgreich mit dem Kanal bin. Was mich auf jeden Fall riesig freut. Und ja, das gibt auf jeden Fall so Motivation, weiterzumachen. Ich hätte auf jeden Fall auch Bock, wie ich jetzt in den Ferien gemacht habe. Und ja, eine Woche nach den Ferien noch, weil ich da noch relativ viel Zeit hatte, wo ich dann einfach jeden Tag ein Video rausgehauen habe. Jeden Tag eine Let's Play-Folge. Und dann habe ich auch noch ab und zu halt Höhlen ohne Ende. Was ist denn los hier? Dann habe ich auch noch so zwischendurch halt Bettgeschichten angefangen und hochgeladen. Und dann kamen manchmal auch an einem Tag, da kamen 3 Videos. Und sowas, keine Ahnung. Ja, sowas würde ich halt gern öfters machen, nur da ist halt leider die Zeit nicht da. Denn ich muss auch noch für meine Schule Sachen machen und keine Ahnung, alles Mögliche muss ich machen. Und wo sind wir noch? 130 Blöcke ungefähr müssen wir nach vorne. Ja, 120 Blöcke nach vorne noch. Und ja, also ich denke mal 2015. Es kommt immer drauf an, ich denke mal so in den Ferien und so. Ich habe jetzt wieder Schulferien, richtig cool. So in den Schulferien und so. Da kommt dann auf jeden Fall täglich ein Video. Und ja, vielleicht eine Woche danach. Kommt immer darauf an, ob ich gerade Prüfungszeit habe oder nicht. Kommt immer ein Video, auf jeden Fall. Und deswegen wird 2015, glaube ich, cool. Und wird Spaß machen. Weil ich versuche einfach, keine Ahnung, noch besseren Content zu kriegen. Noch mehr Content zu kriegen und eventuell auch noch mit anderen Leuten zusammen aufzunehmen. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich weiß auch selbst noch nicht, wo ich mich dann, halt, wo ich mich als YouTuber sozusagen, wenn ich mich schon YouTuber schimpfen darf, mit, keine Ahnung, auf dem einen Kanal, ich weiß gar nicht, ich glaube 1700 oder so, und auf dem Kanal 300 Abonnenten. Ja, wenn ich mich schon YouTuber schimpfen darf, wo ich mich dann in 2 Jahren sehe als YouTuber. Ich weiß es selbst noch nicht. Und ich glaube, YouTube ist einfach so krass schnell. Da kann halt so viel schnell passieren. Und ja, wo ich mich in einem Jahr sehe, weiß ich nicht mal als YouTuber. So als Mensch natürlich mache ich meine Ausbildung und bla. Mache halt mein Zeug, was ich machen muss. Nur als, keine Ahnung, als YouTuber, wo ich mich in einem Jahr sehe, habe ich keinen Plan. Man hört auch immer so, ja, YouTuber, ein Jahr ist da so wie 5 Jahre oder was weiß ich. Aber ja, keine Ahnung, ich gehe auf jeden Fall positiv in die Zukunft und schaue mir an, was passiert. Und mache halt mein Zeug
und hoffe, dass es den meisten Leuten gefällt. Halt die Leute, die mich abonniert haben, glaube ich, dass es gefällt, sonst hätten sie mich nicht abonniert. Ja, und hoffe einfach, dass ich noch besser werde und noch mehr Content bringen kann. Oder halt, ja, noch besseren und mehr Content, weil ich verstehe schon, als Let's Player müsste man eigentlich theoretisch täglich ein Video hochladen. Oder halt, wäre gut, weil ihr wollt täglich ein Video von mir sehen. Nur es ist halt mit der Zeit immer so ein Problem. Es gibt immer so Phasen, wo ich dann viel Zeit habe und viel aufnehme. Und momentan habe ich halt dann wieder weniger Zeit. Habe, keine Ahnung, Schulaufgaben und Referate und Präsentationen und so in der Schule halt. Und da lade ich dann halt nur alle 2 Tage ein Let's Play hoch. Und ich hoffe, ihr versteht es auch. Ja, vielleicht wird es sich ja auch noch ändern. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich gerade die ganze Zeit dasselbe erzähle. Aber keine Ahnung, ich frage mich eh, wer sich das Video bis zum Ende anschaut. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Video bis zum Ende gesehen habt oder nicht. Und wir sind gleich da. 130 war's. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Video bis zum Ende gesehen habt und wie es euch gefallen hat. Ich glaube, das war jetzt so mein persönlichstes Video überhaupt hier auf dem Kanal. So, ich habe ein bisschen mein Leben erzählt und so und was ich so gemacht habe. Und ja, Auslöser war, wo sehe ich mich in 7 Jahren? So kurz mal zusammengefasst, in 7 Jahren, keine Ahnung, bin ich irgendwo, habe ein Haus, Frau, Kinder. Nee, Kinder glaube ich noch nicht. Ich will erst so mit 30 Kinder kriegen. Ja, so 30 ist ein schönes Alter. Mein Vater war auch 30, als er mich bekommen hat. Meine Mutter, ich glaube, keine Ahnung, 28 oder so. Oder ich weiß es nicht, ich blamiere mich gerade hart von meinen Eltern. Aber auf jeden Fall, ja, meine Mutter war jünger als mein Vater. Ich glaube 5 Jahre, 25 oder so war die, glaube ich, sogar erst. Nur. Jetzt ist die Frage, wo komme ich hier raus? Ich muss auf... Da! Da ist mein Spawner. Yeah. Okay. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da. Schreibt mir ein schönes Kommentar. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wo ihr euch in 7 Jahren seht. Schreibt dazu noch euer Alter, weil ich weiß ja nicht, wie alt ihr seid. Und... ja, schreibt in die Kommentare, ob ihr es bis zum Ende gesehen habt. Und dann sage ich nur noch Tschüss.